Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ich habe immer noch so komische Pünktchen hier in der Seite. Ich weiß immer noch nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich ein Grafikfehler jetzt, wo ich wieder hier in der Ecke bin. Nee, jetzt ist es nicht weg. Schade. Ja, in der letzten Folge, da haben wir ja endlich wieder richtig, richtig gute Folge gehabt. Also solche Sachen liebe ich ja wirklich. Mit Zwischensequenzen, gut, mit einem nicht so leichten Bosskampf. Ich bin leider einmal gestorben. Ich weiß immer noch nicht so genau. Ja, was heißt, ich weiß nicht warum. Also sie hat nicht geheilt, obwohl ich tatsächlich mal drauf gedrückt habe. Das war halt der Grund. Und ja, dann war ich halt irgendwann tot und das war doch ein bisschen nervig. Aber es gab noch ein paar tolle Szenen und eine richtig tolle Einladung von der, weiß ich nicht, was es ist, persönlich, also der Stabschefin hier von der Gilde, keine Ahnung. Mal sehen, wie es jetzt in dieser Folge weitergeht, ob der Rainer jetzt mit uns über das Bankett spricht oder ob wir noch was anderes zwischendurch machen sollen. Ich sehe übrigens gerade noch die Hilfeanleitung da oben, die nerven mich nämlich immer. So, Rainer, sag, was du auf dem Herzen hast. Dass du eine Einladung für das Bankett von Admiral Merlwyp, ach, die war das, bekommen hast, ist nicht schlecht für eine gewöhnliche Abenteurerin. Gratuliere. Auch für uns, die dem Admiral nahestehen, ist es nicht selbstverständlich, zu einem festlichen Bankett eingeladen zu werden. Es ist eine besondere Ehre. Du hast dir einen guten Namen gemacht, indem du dich mit Leib und Seele in die Dienste von Limsa Lominsa gestellt hast. Sicher musstest du dabei auch den einen oder anderen mühseligen oder eintönigen Auftrag erfüllen. Aber das gehört eben dazu, wenn man sich noch die Sporen verdient. Und mit jedem Auftrag hast du einen Bürger dieser wunderbaren Stadt geholfen. Darauf kannst du stolz sein. Okay, diese Aufträge, worauf ich stolz sein darf, die mache ich dann offline, die nehme ich nicht auf. Das Bankett ist eine gute Gelegenheit für dich, neue Bekanntschaften zu schließen. Du solltest dich von deiner besten Seite zeigen. Dazu gehört natürlich auch deine äußere Erscheinung. Tut mir leid, ich habe leider keine schönen Klamotten. Sprich mit Baderon. Er hat ein überraschend gutes Gespür für alle Fragen der richtigen Etikette und wird dich sicher gut beraten. Mit Baderon. Ja, mein Hübscher. Ich muss dich leider verlassen. Ich werde da mal zu Baderon rüberhuschen. War jetzt nicht so. Ja, gut, okay. Ich werde das Ganze ein bisschen abkürzen und wir sehen uns dann gleich drüben. Lehrmeister. Wieso ist der Lehrmeister hier eigentlich grün? Hatten wir mit dem noch gar nicht gesprochen? Da müssen wir mal ganz kurz anklicken. Deine Waffen und deine Ausrüstung tragen schon ein paar kräftige Kerben. Du siehst aus wie jemand, der schon etwas erlebt hat. Dann weißt du bestimmt auch, wie gefährlich es da draußen sein kann. Besonders, wenn man alleine unterwegs ist. Ruinen aus vergangenen Zeiten, unerforschte Höhlen, vergessene Grabstätten. Wer diese Orte alleine betritt, wird sie nicht lebend verlassen. Deshalb ist es wichtig, Bekanntschaften zu schließen und Gruppen zu bilden. Der Kampf als Gruppe erfordert Koordination und Strategie. Die nötigen Techniken lassen sich gut in der Anfängerarena erlernen. Sie ist im Norden von Biahafen, im westlichen La Noskea gelegen und die Reise wert. Die Übungen werden dir helfen, deine Kampffähigkeiten zu verbessern und dir und deine Freunden das Leben zu retten. Ach so, okay. Ich dachte jetzt, ich habe jetzt doch aus Versehen eine neue Quest angenommen. Du hast die Anfängerarena freigespielt. Du kannst sie betreten, indem du im Hauptmenü Spielinhalt und dann Anfängerarena wählst. Ach so, jetzt nicht hier, sondern unter Escape. Oder einen der Lehrmeister in den Abenteurergilden ansprichst. Okay. Flächenangriffen ausweichen. Ah, das ist auch nicht schlecht. Das hätte ich zugegebenermaßen am Anfang haben sollen. Das machen wir jetzt allerdings nicht. Das weiß ich nicht. Werde ich vielleicht mal offline mich mal ein bisschen reinschnuppern. Aber ich denke mal, da kommt jetzt auch nichts Neues mehr. Wir reden jetzt erstmal mit Baderon. Stimmt es, dass du eine Einladung zum Bankett erhalten hast? Alle Achtung, das ist wirklich eine Ehre. Ich habe mich gehörig an meinen Humpen verschluckt, als ich davon hörte. Ich kann mich gut daran erinnern, wie du das erste Mal hier hereinspaziert kamst. Ist ja auch gerade mal ein paar Tage her. Wer hätte damals gedacht, dass du so schnell zu einem Bankett des Admirals eingeladen würdest? Ja, damals ist gut. Es sind 3 Tage, glaube ich, jetzt her, seit ich die angefangen habe. Wusstest du, dass das Essen aus dem Bismarck angeliefert wird? Das Bismarck ist das feinste und beste Restaurant in ganz Eozera. Das wird ein Festmahl, an das du dich dein ganzes Leben lang erinnern wirst.
Ich beneide dich wirklich um diese Gelegenheit. Aber genug geschwärmt. Du bist ja hier, um von mir ein paar Tipps in Sachen Etikette zu bekommen. Eins muss ich dir ganz deutlich sagen. In diesen Aufzug kannst du dort nicht aufkreuzen. Ich weiß. Wir müssen noch etwas an deiner Erscheinung feilen. Es fehlt ein entscheidender Akzent. Statte doch Gnassym von Bruguer Konsortium einen Besuch ab. Sie versteht sich auf solche Sachen und verwandelt dich in eine wahre Dame von Welt. Ach, vergiss nicht, hier noch einmal vorbeizuschauen. Ich möchte sehen, was sie aus dir gemacht hat. Komm, wir flirten noch ein bisschen. Nein, Moment. Das ist die unaussprechliche Dame. Die ist quasi... Hallo? Meine Maus hat sich gerade ins andere Zimmer verflüchtigt. Die ist quasi hinter uns. Sollte hinter uns sein. Hä? Untere Decks. Achso, wir sind in den oberen Decks gerade, oder? Ja gut, dann laufe ich da jetzt erstmal hin. Hoffe, dass ich mich nicht verlaufe und wir sehen uns gleich wieder. Hi. Baderon schickt dich, damit ich dich zu einer wahren Dame von Welt mache. Da habe ich genau das Richtige für dich. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber es wird deine Erscheinung vollkommen verändern. Wenn es um die Garderobe geht, geben die Details den Ausschlag. Glaub mir, ich kenne mich da aus. Meine Haare haben nicht zufällig das gleiche Rot wie meine Kleidung. Haben sie nicht. Schick, nicht wahr? Nimm diese Kiste. Was sich darin befindet, fragst du? Ich will dich nicht auf die Folter spannen, aber du solltest sie im Beisein von Baderon öffnen. Warum? Das sagt ihr dir dann selber. Hihi. Okay. Weil er mich da besser auslachen kann, oder, weshalb soll ich das in seinem Beisein machen? So, Baderon. Du kannst dich jetzt entweder auf die schärfste Braut von ganz, ich weiß nicht mehr, Limsa, Luminsa einstellen oder du darfst jetzt den größten Lacher einstecken, den du je erlebt hast. Da bist du ja wieder. Hat dir Gnassym hat sie dir etwas gegeben? Deine Scheingarderobe oder was wollte ich sagen? Deine Scheißgarderobe? Samtbespannte Kiste, okay. Lass sie mich für dich öffnen. Tada! Im Namen aller Limsa, denen du bisher so fleißig geholfen hast, überreiche ich dir dieses Geschenk. Ein paar Gamaschenschuhe. Wollt ihr mich verarschen? Wir wollen, dass du bei dem Bankett eine gute Figur abgibst. Das war eine Überraschung, oder? Damit hast du nicht gerechnet, was? Haha, die Freude steht dir ins Gesicht geschrieben. Ja. Nicht doch, nicht doch. Wer wird denn gleich in Tränen ausbrechen? Mit den Schuhen wirst du auf dem Bankett eine glänzende Figur abgeben. Vor allen Dingen, weil ich in der Robe auftauche. Genau das Richtige für eine so wichtige Veranstaltung. Lass dich von dem Geschenk daran erinnern, dass wir alle hinter dir stehen. Wenn du dich schick gemacht hast und bereit für das Bankett bist, sag mir Bescheid. Ich erkläre dir dann, wie du dorthin kommst. Okay. Ja, Schuhe. Ja, die haben auch nur noch schlechtere Werte als meine. Würde gerne die Schuhe anziehen. Kann ich denn schon mit ihm sprechen? Ich bin bereit. Dann bist du also bereit für neue Taten? Sehr schön. Das Bankett beginnt nämlich gleich. Das passende Schuhwerk für diese festliche Gelegenheit hast du? Damit meine ich, hast du es an deinen Füßen? Dann mach dich auf zur Admiralsbrücke. Dort findet die Fete nämlich statt. Wenn du mit Zantael in der Bollwerkhalle redest, wird er dir zeigen, wo es lang geht. Und Bauch rein, Brust raus. Nur nicht schüchtern sein. Schließlich hast du die Heldin, der Limsa Luminsa so viel zu verdanken hat. Bist du die Heldin natürlich. Ich hab sie nicht. Ja. Moment. Ich muss hier mal eben... Okay, also ich habe jetzt Stiefel an. Das sieht natürlich wirklich nicht so toll aus. Ich lege mal einfach spaßeshalber diese hässlichen
Schuhe an. Okay, ich bleib bei meinen Stiefeln. Nein, ich wollte das nicht rausmachen. Ich wollte eigentlich das rausmachen. Und ich wollte das Set mal eben sperren. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, habe ich irgendwas ausgetauscht? Anscheinend. Nice. Richtig nice. Also gut, die Stiefel sehen immer noch aus wie Grotte. Aber die neue Farbe, die ist wirklich richtig, richtig nice. Okay. Das Paar Gamaschenschuhe anziehen und mit seinen... Also ich muss die auf jeden Fall anziehen, die hässlichen Schuhe. Okay. Ich lese es... Ach so. Ich lese es nämlich gerade. Ja. Und zieh mir die hässlichen Dinger mal an. Sehe ich aus wie so eine Oma mit ihren alten... Keine Ahnung, was für Stiefel und den dicken Socken drüber. So, wo müssen wir denn hin? Ja, wo müssen wir denn hin? Das Bankett des Admirals. Ja. Das ist jetzt schön. Wo ist die gute Frau denn? Die soll doch angeblich hier drin sein. Oder habe ich mich jetzt hier verguckt? Nee, oder? Nee, jetzt ist es weg. Hä? Okay, ich bin jetzt einigermaßen verwirrt. Also ich werde jetzt... Ach, da oben. Bollwerkhalle. Wieso konnten die mir das denn nicht vorher sagen? Das ist in den unteren Decks. Okay, dann laufe ich da mal eben schnell hin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mit den mega hässlichen Schuhen geht's weiter nach hier. Was sind das für ein komischer... Möchte gern Helm hier. So. Festliche Schuhe. Eine Abenteuerin mit festlichen Schuhen. Ja, ich find's auch schrecklich. Oh, na, das nenne ich mal festliche Schuhe. Bei Lümleins Großmutter. Komm, Abenteuerin. Ich führe dich zum Festessen. Stolze Kinder der Meere! Hier steht eine Heldin, die ihr Herzblut für Limsalominsa gegeben hat. Möge Limlin sie segnen und sicher durch jeden Sturm lotsen. Die tätowierten Piraten, denen du begegnet bist, nennen sich die plündernden Schlangen. Sie bestehen aus Halsabschneidern und Verrückten, die sich mit Leib und Seele dem Primae Leviathan verschrieben haben. Sie vergrößern ihre Reihen, indem sie arme Seelen entführen, die ihnen nachts über den Weg laufen und sie dann zur Gefolgschaft zwingen. Ich brauche dir nicht zu sagen, wie tief unsere Feindschaft mit den Sahagin geht. Wie sich ein Seemann diesen Fischbestien und ihrem Gott anschließen kann, ist unbegreiflich. Zum Glück konntest du ihr abartiges Treiben unterbinden. Dank dir können die Limser wieder ungestört über die Planken torkeln, ohne von fischigen Klauen ins Meer gezogen zu werden. Was leuchtet da? Ist das etwa ein Lichtkristall? Unglaublich! Nach dem Kampf gegen die Gubu hast du doch von einem großen Kristall geredet, oder?
Licht leitet sie. Ja, Yestola hat vermutlich recht. Du wurdest von einer höheren Kraft gesegnet. Das, was du in deiner Vision gesehen hast, könnte der Urkristall, die Seele des Planeten Heidelin gewesen sein. Wenn er dich erwählt hat, dann könnte das Schicksal Eoseas von deinen Taten abhängen. So wie früher von den Taten der Krieger des Lichts. Kennst du die Geschichte? Vor der Katastrophe gab es Helden aus fremden Landen, die todesmutig gegen die übermächtigen Primae kämpften. Als die Eoseische Allianz gegründet wurde, schlossen sie sich uns an, um das Galäische Kaiserreich zurückzuschlagen. In der Schlacht von Cartenau zogen sie mit uns gegen die Gallier zu Felde, um Eoseas Freiheit zu verteidigen. Doch auf dem Höhepunkt der Schlacht verschwanden sie. Jeder, der das Blutbad überlebt hat, erinnert sich mit Stolz daran, an ihrer Seite gekämpft zu haben. Doch niemand weiß, was aus ihnen geworden ist. Und ihre Namen können wir nicht richtig fassen, als würden sie sich unseren Gedanken entziehen. Wenn wir uns ihre Gesichter in Erinnerung rufen wollen, sehen wir nur schattige Umrisse vor einem hellen, blendenden Licht. Das geht jedem so, der sie kannte. Und deswegen werden die Helden von damals Krieger des Lichts genannt. Meine Geschichte ging ganz anders. Irgendwie erinnerst du mich an sie. Pass gut auf den Kristall auf. Warum Heidelin ihn dir gegeben hat, wird sie dir sicher noch offenbaren. Vertraue ihr und lass dich von ihrer Stimme leiten. Legionäre, nach vorne! Der Sieg gehört dem, der zuerst danach greift. Krieger von Uldar, zeigt eure Stärke! Verflucht! Die linke Flanke verliert an Kraft. Die Barrakudas müssen nachrücken. Die Kerntruppen müssen die Position halten, um jeden Preis. Die gelben Schlangen sind in Bedrängnis. Schnell, schickt ihnen die weißen Wölfe zu Hilfe. Wir können die Abenteurer nicht im Stich lassen. Nicht, wo sie so großen Mut beweisen. Was ist los, Kane? Nichts. Es ist nichts. Verdammt! Nicht nachlassen! Von einem lauen Lüftchen wie diesem werden wir nicht weichen! Irgendwas ist dort drüben.
Raubahn an die Blutgeschworenen! Was ist da los? Antwortet! Verflucht! Raubahn, bitte um Antwort! Hier ist Jackie Schreider von den Blutgeschworenen! Jackies? Verdammt, was ist los? Was passiert da? Uah, was ist das? Nimm mich weg von hier, aber es gibt keinen Ausweg. Verdammt, Chloe war brennt! Jackies, melde dich! Jackies! General Raubahn, hier geht nichts mehr! Wir müssen weg! Die Flammen sind überall! Antworte! Jackies! Clovis War! Ihr Götter! Wofür wollt ihr uns bestrafen? Auch kein Kontakt zu den Barracudas? Nichts, Admiral. Die Kontaktperle ist tot. Was ist mit unseren Kämpfern? Keine Antwort, ehrwürdige Saatseherin. Eine dunkle Präsenz scheint den Empfang zu stören. Versuch es weiter. Wir müssen sie erreichen. Jawohl. Admiral. General, es ist aus. Wir müssen den Befehl zum Rückzug geben. Und Louisoir, wollt ihr den krepieren lassen, ja? General, es ist zu spät, um einfach nach dem Sieg zu greifen. Diese Schlacht wird keinen Sieger kennen, das wisst ihr. Wir opfern unschuldige Leben. Seht die Abenteurer, die kämpfen, obwohl sie kein Eid an uns bindet. Lasst sie gehen. Wenn jemand bei Louisoir bleiben soll, dann wir. Befehl an alle Einheiten des Mahlstroms. Sofortiger Rückzug. Ich wiederhole. Alle Einheiten zurückziehen. Gebt der Abenteurerinfanterie den Vorrang. Die Haupttruppen sichern den Rückzug. Verflucht! Funker! Die Legion zieht sich zurück. Ich weiß, dass die verdammte Kontaktperle tot ist. Renn schon los, verdammt nochmal! Das ist kein Gefecht gegen die Galliar mehr. Das ist ein Massaker von unbeschreiblichen Ausmaßen. Dalamut ist unser Ende. Dieser abscheuliche, grenzenlose Hass. Wir nehmen unsere Position an Louisoirs Seite ein. In Stellung. Kaspahamul, so geni mumutsi du uns hul. Lugal o, asavadakan bet mumuts. Weh, Kishkat Toga Hadi Vatadons. Sie es nigem, jistanzion li lalari it zadaido on.
Das ist mein Zimmer. Morgen, zartes Pflänzchen. War wohl ein bisschen zu viel für dich? Oh, sagt mir ganz privat guten Morgen. Du erinnerst dich wohl nicht, hm? Dann sag ich dir, was passiert ist. Du bist mitten im Festessen zusammengeklappt und sie haben dich hierher zurückgeschleift. Ist ja kein Wunder, so wie du dich in letzter Zeit verausgabt hast. Nur ein kleiner Rat von mir. Das ist nicht gesund. Ruh dich mal ordentlich aus. Ah, das hätte ich fast vergessen. Der Admiral will dich noch einmal sehen. Wenn du dich stark genug fühlst, dann geh zu Zantael und bitte ihn, dass er dich vorlässt. Aber erst, wenn du dich erholt hast, klar?